Später, vermutlich zu spät. Ich konnte nicht. Nun komm schon, Mensch. Nur noch wenige Meter und du hast gewonnen. Was? Was? Du führst. Na, komm, aber lauf. Sasi? Die ehrenwerte Marsass ist noch nicht zurückgekehrt. Okay. Lahme Sau. Oh Mann. Damit steht es dir und deinem Preis frei zu gehen, wohin ihr wollt. Du bist der Sieger des Kriegerwettkampfes. Juhu. Erst der Gnom, dann die Flucht. Vielleicht willst du noch etwas auf deinen Sieg trinken? Oder willst du lieber sofort fliehen, bevor Marsass zurückkehrt? Oh, Ladebildschirm. Wir sollten uns verdrücken, bevor Marsass zurückkehrt oder der Kuttenträger Ärger macht. Was ist mit der Kiste? Das ist meine. Die hab ich gefunden. Aber... Herr Häuptling, Sie sprachen eben von einem Trunk, mit dem wir auf meinen Sieg anstoßen könnten. Ja, wir könnten... Lassen Sie uns gehen. Wilbur, du bist noch zu klein. Warte hier. Verstanden. Oh, mich freut also es voll, dass wir den befreit haben. Ja, sehr schön. Und wir spielen auch wieder mit Wilbur, haben nichts im Inventar. Aber ich denke, wir werden noch ein bisschen hier bleiben. Hier sind noch so viele Sachen, die wir anschauen können. Ein geflochtener Korb. Mal sehen. Halbfertige Socken und Topflappen, Nadeln, Wolle, Orkstrickzeug. Oh, viele ein wissen Wollknäuel. Heute nicht mehr, dass Orks das Stricken erfunden haben. Genau wie Bridge und das Köpfe auf Lanzen stecken. Ja, das Köpfe auf Pflanzen stecken, glaube ich wohl, dass sie das erfunden haben. Der Ork-Häuptling hat gesagt, das sei ein mächtiger Bannkreis. Den sollte man besser nicht betreten. Ach komm, Wilbur. Der Ork-Häuptling hat... Na gut. Da ist das Kästchen. So nah und doch unerreichbar. Ich kann den Bannkreis nicht betreten, sonst geschehen... Dinge. Ach, schade. Ich finde, meine Magierkluft steht mir ziemlich gut. Zu Hause werden sie alle Augen machen, wenn ich erst einmal zurück bin. Ja, wenn. Können wir den Faden hier irgendwie befestigen? Nee, ne? Das bringt ja nicht viel. Na gut, dann gehen wir mal raus. Oh, und die chillen da schön. Ah, der Gnom! Ich heiße Wilbur. Wilbur Wetterquarz. Meister Wilbur Wetterquarz. Und du stiehlst doch nicht von meinen Sachen, oder? Mm-mm. Ich behalte dich im Auge. Okay. Captain Nate hat große Gefahren auf sich genommen, um mich zu retten. Ich wusste, dass er ein Held ist. Ja, der ist total. Ja auch mein kleiner Freund. Komm schon, sing uns mal das Lied, das du so gut kannst. Ich hoffe mal, ich muss ihn hier nicht raustragen. Captain Nate lenkt den Ork-Häuptling ab. Und das macht er... sehr überzeugend. Total. Aber helfen kann er mir wohl nicht. Hallo. Ein Gnom. Sie haben meine Kiste geklaut. Sie haben meine Kiste geklaut und ich will sie zurück. Ich habe die Kiste gefunden. In deinen Händen. Und was man findet, darf man behalten. Alte Ork-Weisheit. Was muss ich tun, um sie zurückzubekommen? Ein etwa 2 Meter großer Klingenmeister werden, der mich im Kampf besiegt. Wenn ich wüsste, welche 3 Prüfungen ich dafür erledigen muss, hätten Sie jetzt ein Problem. Wie genau funktioniert dieser Bannkreis in Ihrem Zelt? Planst du etwa einen Diebstahl, mein Kleiner? Das würde ich dir nicht empfehlen. Das ist die neueste Bannkreistechnologie. Hat mich einen kleinen Sack Gold gekostet. Aber dafür muss ich mir nie mehr Sorgen machen, dass andere Orks meine Schätze stehlen. Kann ich mal sehen? Warum nicht? Das Passwort kenne nur ich. Und Captain Nate hat wirklich den Wettkampf gegen Marsass gewonnen? Ja, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Er hatte eine Menge Glück, würde ich sagen.
Ich an eurer Stelle würde mich aber bald auf die Socken machen. Mit Masas ist nicht zu spaßen. Und unter uns, dieser Kapuzenträger, er ist auch nicht gerade freundlich gesinnt. Danke für die Warnung. Ich muss weiter. Nur zu. Naja, der Kapuzenträger hat ja doch ein wenig geholfen. Bannkreisverpackung. Die Packung zeigt einen Einbrecher, der K.O. mit verdrehten Augen auf dem Boden liegt und sabbert. Und was steht hier? Das Do-It-Yourself-Bannkreis-Set schützt alles, was Ihnen lieb ist. Enthält Kreide, eine bunte Anleitung sowie die Bestandteile der Notfallkopfabschirmung. Hier sind eine Bauanleitung und zusammengefaltete Mithrilfolie, aber keine Kreide. Oh, okay. Das ist zusammengefaltete Mithrilfolie. Opa sagt, früher war das mal sehr wertvoll. Aber nachdem die großen Vorkommen im Süden gefunden wurden, packt man darin nur noch Butterbrote ein. Oh, wie süß. Hier steht, wie das System funktioniert. Wurde der Kreis korrekt auf den Boden gemalt und wurden alle Zauberformeln gesprochen, so ist der Schutz aktiv. Versucht nun jemand, den Kreis zu betreten, ohne an das zuvor gewählte Passwort zu denken, trifft ihn der böse Blick aus dem Himmel. Er wird die Gedanken des Diebs verwirren und Kontrolle über seine Handlungen übernehmen. Das System ist narrensicher. Wer nicht an das Passwort denkt, wird vom bösen Blick getroffen und ausgeschaltet. Okay, heißt also, wir brauchen das Passwort. Ich schaue mich hier nochmal um. Das könnte zu dem Wettkampf gehören, von dem Captain Nate erzählt hat. Vorne kann ich nichts Interessantes entdecken. Und hinten? Ein Zauberstein. Hey, hier ist etwas. Ein Stein. Na, wer hätte Seltsam. Das gedacht? Es ist, als würde der Stein an der Zielscheibe festkleben. Vielleicht zieht er Stroh an? Ja, ganz bestimmt. So, mit dem Wok, mit dem Schild, damit können wir nichts mehr machen, okay. Gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den vorderen Teil. Vielleicht finden wir ja hier noch irgendwas. Der Krämer ist weg mittlerweile. Das ist ein bemalter Holzstamm. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Vielleicht ging es darum beim ersten Wettkampf. Man sollte Holzstämme hübsch anmalen. Oh, wie naiv er ist. Stinkesocken. Die fasse ich nicht an. Ach, komm schon. Was? Echt nicht? Das ist ja doof. Okay, er fasst sie wirklich nicht an. Seltsam. Wer diesen Erdhügel wohl gebaut hat? Vielleicht so etwas wie ein Murmeltier? Murmeltier? Diese elenden Säugetiere wären dazu überhaupt nicht in der Lage. Ein Erdhügel, der sprechen kann? Noch einer von den ganz Schlauen. Wir sind Termiten, du Nulpe. Ich bin ein Gnom. Nulpen haben runde Ohren und sind etwas größer als Gnome. Geh uns aus der Sonne, Warmblüter. Ach, wie süß. Ich weiß nicht, was Termiten sind, aber sie sind nicht sehr nett. Ich lasse sie lieber in Ruhe. Vielleicht können sie spucken. Okay, können wir da vielleicht einen Faden reinhängen? Nein. Oder die mit dem Zauberstein hier rausholen? Auch nicht. Aber irgendwas ist noch mit denen, ne? Ich weiß nicht, was Termiten... Ich lasse sie... Okay, er lässt sie erstmal in Ruhe. Oh, was haben wir denn hier oben noch? Den Draht könnte ich gut für meinen bösen Blickschutz gebrauchen. Aber wie soll ich da rankommen? Das ist eine gute Frage. Der Faden ist zu leicht. Ich kann ihn nicht so hoch werfen. Okay, warte. Machen wir es so. Ich habe den Zauberstein am einen Ende des Fadens festgebunden. Mit dem Stein als Gewicht könnte es funktionieren. Er scheint auch Metall anzuziehen. Wow, Metall und Stroh. So, und er nimmt die ganze Antenne mit. Draht. Der Draht ist recht dick, aber immer noch biegsam. Okay, ich habe voll die gute Idee. Und zwar ärgern wir jetzt die Termiten damit.
Oh, schade. Ich hatte jetzt gehofft, das funktioniert. Okay. Baue den bösen Blickschutz. Ach so. Ach klar, die Oberfläche glänzt und wir haben ja auch noch den Spiegel. Ich biege den Draht so, wie das Gestell in der Anleitung aussieht. Jetzt noch die Methylfolie darüber. Fertig. Bitte was? Bitte was? Ich setze ihn lieber erst im Zelt auf. Okay. Ach, Wilbur. Ich habe jetzt echt gedacht, wir müssen das Passwort rauskriegen. Aber gut. Es wird hoffentlich auch so funktionieren. Also gut. Nein, wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. Es funktioniert. Bitte was? Ah! Oh nein. Ich muss zufällig an das richtige Passwort gedacht haben. Gedacht habe ich... Naja, was man halt so denkt, wenn man stolpert. Wie geil ist das denn? Funktioniert wirklich. Oh Mann, dieser einfältige Ork, ne? Wenn ich die Kiste nehme und damit aus dem Zelt spaziere, würde der Häuptling es bemerken. Ich kann sie schließlich schlecht in die Hosentasche stecken. Ja, warum? Kannst du doch unter deine Magierkluft... ja. Es wäre toll, wenn man alle Sachen einfach in seinen Taschen mit sich herumschleppen könnte. Ach ja, aber machst du ja... Aber das geht selbstverständlich nicht. Ja, selbstverständlich, das machst du ja auch sonst nie. Ist denn hier noch irgendwas? Nee, aber vielleicht kann der Nate uns helfen. Hast du was mitgehen lassen? Nö. Vielleicht die Kiste, die ich bei dir gefunden habe? Nö. Nein. Also gut. Captain Nate lenkt den... Aber helfen... Okay. Ich lasse die beiden lieber... Okay, ich habe gerade nichts im Inventar. Ich kann hier, glaube ich, nichts mehr machen. Können mir vielleicht doch noch die Termiten helfen? Nur ich wüsste jetzt nicht vorbei. Kiste ist ja auch nicht aus Holz. Vielleicht können die Termiten mir mit dem Kästchen helfen. Sonst weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja, aber wie denn? Entschuldigung? Der Zweibeiner ist zurück. Der kleinere von beiden. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie ich eine kleine Truhe aus dem Zelt des Ork-Häuptlings holen kann, ohne dass er etwas davon bemerkt? Wir sind Termiten. Natürlich haben wir eine Idee. Hunderte. Aber warum sollten wir etwas wie dir helfen? Naja, es geht um... Das Artefakt des Schicksals. Das Artefakt, was alle Wünsche erfüllt? Genau. Wer es in die Finger bekommt, wird praktisch unbegrenzte Macht haben. Das müssen wir verhindern. Unbegrenzte Macht? Auch wenn man keine Finger hat? Trotzdem, schätze ich. In Ordnung. Wir sind dabei. Bring uns zur Truhe. Wir kümmern uns um den Rest. Ich glaube, die sind doch ganz nett. Ja, total. Solange sie uns nicht zu Leibe rücken, sind sie sehr nett. Ich glaube, das sind auch die gleichen... Da ist es schon. Huch. Die gleichen Stimmen wie von unseren Wusa-Freunden. Hallo? Ist da wer? Meine Nerven müssen mir einen Streich gespielt haben. Oder ist hier ein unsichtbarer Einbrecher? Was? Das hier ist hinten? Die Kiste. Also los. Hör, was ist das denn? Cool. Hallo? Also los. Huhu. Wir sollten aufbrechen, Captain Nate. Der? Ja. Vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft, Herr Ork. Moment. Dreh dich mal im Kreis. Nichts. Also gut. Seht zu, dass ihr wegkommt. Es war mir ein Vergnügen. Wir haben es geschafft. Es gehört uns. Aber...
Endlich können wir die Macht ergreifen und uns den Platz erobern, der uns zusteht. Nichts kann uns aufhalten. Uns erwartet eine Welt ohne Säugetiere. Eine Welt... Geh dir. Du bist gar nicht betrunken? Glaubst du etwa, ich trinke orkischen Feuerwhisky? Außerdem will ich einen klaren Kopf behalten. Wir befinden uns immer noch mitten in den wilden Landen. Sei doch mal etwas optimistischer. Was soll jetzt noch schiefgehen? Ich hab's gewusst, dieser verdammte wandelnde Bettvorleger. Keine Bewegung. Ich bin ein Magier. Das hatten wir doch schon, kleiner Mann. Dein Mut ist bemitleidenswert. Aber von dir habe ich nichts anderes erwartet. Aber du! Ich hätte geglaubt, dass du deine Freunde im Stich lässt. Zumindest hätte ich mir dann dieses Gefasel nicht anhören müssen. Schauen wir mal, ob du immer noch einen flotten Spruch auf den Lippen hast, wenn du vor Mutter stehst. Nein! Zu freundlich von euch. Legt sie in Ketten! Oh nein! Jetzt sind Ivo und das Vieh gerade da weg und MacGuffin und jetzt kommen die beiden dahin. Na, ich bin gespannt. Kapitel 5. Die wilden Lande noch einmal. Wir müssen was tun, Captain Nate. Was denn? Es ist zu spät. Mutter, du hast nach dem Artefakt des Schicksals verlangt und ich habe es dir gebracht. Gut. Was? Psst, warum? Später. Warum ist sie Los, noch da? Berührt beide das Amulett. Bis gleich. Allein ich frage mich, warum sollte ich dir die Macht zu Füßen legen? Teufel. Wow. Da seid ihr ja endlich. Ivo. Dürfte ich erfahren, was das war? Mein zukünftiges Ich hat seine Mission erfüllt und euch beiden hierher zurückgeholt. Zurück? Ich bin mit MacGuffin und dem Vieh aus dem Turm des Bösen entflohen. Ganz in der Nähe trafen wir auf eine Streitmacht der Allianz unter Führung des Erzmagiers. Des echten Erzmagiers. Aber... Er kannte dich nicht und wusste nichts vom Artefakt. Aber er hat schnell geschaltet, nachdem sein alter Freund MacGuffin die Sache erklärt hatte. Ihm war klar, dass keine Streitmacht rechtzeitig hier wäre, um euch zu helfen. Also hat er mir das hier gegeben. Modeschmuck? Das ist das legendäre Telarion. Der große Bruder von Wilbors Amulett, könnte man sagen. Es teleportiert einen nicht nur durch den Raum, sondern auch durch die Zeit. Du meinst... Runter! Ach, wie geil! Ich besitze das komplette Kriegerset der Macht. Nun öffne endlich das Tor. Du bist wahrhaft gut ausgerüstet, kleiner Mensch. Deine Ausrüstung könnte deinen Mangel an Talent, Fähigkeit und Kompetenz ausgleichen. Danke. Die meisten würden das nicht als Kompliment begreifen. Ich will nur ins Lager diesen albernen Wettkampf gewinnen und Webur befreien. In dir steckt nur wenig Stolz, Mensch. Aber vielleicht etwas Mut? Oder ist es Dummheit? Tritt ein! Hoffentlich honoriert Webur wenigstens, was ich hier mache. Und sobald ich ihn befreit habe, müssen wir uns auch noch um Ivo und das Vieh kümmern. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sehe ich gut aus. Und ich bin ziemlich tapfer, oder? Wir fangen Nate und mich also ab, nachdem er den Wettkampf gewonnen hat, und fliehen, bevor uns die Schattenarmee gefangen nimmt? Nein, ich habe einen anderen Plan. Und der funktioniert mit dem hier. Lege es in die Truhe des Artefakts und bringe das echte Artefakt hierher. Aber pass auf, dass du dich nicht dabei erwischst. Ich organisiere in der Zwischenzeit eine Transportmöglichkeit für uns. Nate, du musst dafür sorgen, dass dein anderes Ich den Wettkampf gewinnt. Warum das denn? Ich bin beim ersten Mal wunderbar alleine zurechtgekommen. Wie du meinst, aber dann behalte dich zumindest im Auge. Hier, zieh das an. Ah, die Kutte! Wir treffen uns hier wieder. Wir haben nicht mehr viel Zeit, bis die Schattenarmee eintrifft. Los geht's! Wie geil ist das denn? Das erklärt einiges.
Ach, wie cool. Ja, und er hat eine Karte, er hat den zerknüllten Zettel. Das sind die Zahlen, die der Krämer spielt. Am besten, ja, war. Ja, Zettel vor allem. Ja, cool. Das feiere ich gerade total. Gut, Leute, ich werde aber mal wieder eine kleine Aufnahmepause machen müssen. Ich möchte mir den Nate jetzt doch nochmal hier von vorne anschauen. Ja, eine kleine Aufnahmepause werde ich jetzt machen. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.